Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und zwar, wir sind jetzt in Teil 3 unseres Projektes Dartwand, denn im letzten Teil haben wir das Oki gebaut und im ersten Teil haben wir die Dartwand einfach umgehangen, beziehungsweise die Dartscheibe. Und von daher heute, Teil 3, wir haben es oft angekündigt, zwar das Special sozusagen heute. Ja, das werden wir heute auch bauen, fertig machen und dann ist auch tatsächlich dieses Projekt auch fertig. Und ich werde auf jeden Fall noch am Ende dieses Teils dann auch noch am Ende eine Preisliste, sag ich mal, zeigen, wo man einfach mal auflisten kann, was wie teuer war, damit ihr auch einfach ein bisschen nachvollziehen könnt, was wir jetzt wirklich genau bezahlt haben. Ja, und damit ihr halt einfach für euch so auch entscheiden könntet, okay, wäre dieses Projekt jetzt was für mich finanziell oder eher halt eben nicht so. Deswegen kommt am Ende dieses Videos auch nochmal eine kleine Preisauflistung. So, und deswegen, ich würde sagen, wir sind eigentlich mit dem, was wir halt vorhaben, schon so gut wie fertig. Ich blende einfach gleich ein paar Bilder ein und danach geht's auch tatsächlich dann weiter mit ja, dem, was wir jetzt heute noch letztendlich machen müssen. Ja. It's all about humanity. It's all about humanity. Ja? Ja. Ja? Ja. Gut. Also ja, auf jeden Fall zählt das hier schon. Unser Special, sag ich mal. Und zwar ist es im Grunde ein Regal. Warum das Ganze? Weil wir wollen einfach auch unsere Dartpfeile irgendwo, sag ich mal, vernünftig abstellen können. Deswegen haben wir halt gedacht, okay, wir bauen hier so ein kleines Regal. Das Regal ist ungefähr, zwar nicht ungefähr, sondern genau 1 Meter breit, also genau wie unser Oki auch, damit es einfach auch vernünftig abschließt. Und ja, wie ihr sehen könnt, haben wir auch diese Löcher drin, denn hier kommen nachher noch Lampen rein. So. Und hier unten ist auch noch eins, da. Auf jeden Fall, hier kommen dann nachher noch Lampen rein, damit wir noch schön ein bisschen Beleuchtung haben. Und ja, deswegen ist hier auch, sag ich mal, dieses große Loch drin. Einfach damit, ja, hier muss halt einfach ein bisschen Stromkabel rein und so, damit wir es einfach verlegen können. Weil, sag ich mal, wir brauchen natürlich auch die Leitung hoch zum Target Corona Vision und dann halt eben für die Lampen hier. Und ja, aber wir müssen hier noch jetzt mal eben ein kleines Loch anzeichnen, wobei wir müssen das auf der Unterseite machen. Kurze Zwischenfrage meinerseits. Ja, womit hast du die Löcher gemacht? Welche Löcher? Die hier, ja. mit so einem. Ach so, ja, dann sag das. Ein Lochbohrer. Kann ja auch sein mit der Stichsäge oder wie auch immer. Nein, habe ich ausgehustet. Ausgehustet? Okay. Ja, habe ich gegengehustet und dann war raus. Okay. Lukas, vielleicht solltest du mir erklären, warum wir da überhaupt einen Schlitz brauchen. Ja, für das Kabel. Haben wir doch gerade festgestellt. Wenn Kabel 1,5 dick. Ja. Sähe nicht gut aus. Also ja. Hätte auf jeden Fall einen Schlitz in der Wand. Ja, ja. Ja, mach mal. Aber nicht ganz groß, ne? Ja, so? Dann zeichne du doch einfach an, weißt du? Mach ich auch. Ja, dann mach du einfach weiter. Ich gehe einfach hinter die Kamera und du machst einfach. So, ich hole dir mal die Stichsäge. Ja? Ja, ich schließe die auch schon an. Oh, ist aber freundlich. So, jetzt kannst du das bitte aussägen. Ich darf jetzt sägen? Ja. Ist aber nett. Also wir haben jetzt hier das Ding, das Regal, Dings. Genau, wir zeichnen jetzt erstmal an, weil wenn mit Klappe, dann wird es noch schwerer. Du brauchst die Wasserwaage und du musst oben auf die Libelle gucken. Oh, ja, ich hab. Aber gerade ist ja. Ja, gerade geht gar nicht. So, ich würde sagen, du darfst bohren, ich darf halten. Ist das so? Ja. Hast du mal angeschmissen? Ja. Ja, also angezeichnet haben wir jetzt hier beide Seiten, wo gebohrt werden soll. Ich fange mit einem 6er Bohrer an und nehme danach einen 8er Bohrer, weil das ist dann derjenige, der für Dübel vorgesehen, also für die Dübel, die wir haben möchten, vorgesehen ist. Ja, ich musste mir jetzt mal eine Brille aufsetzen, weil ohne Brille sehe ich ja nicht so wirklich gut. Ich halte mal den Sauger in der Zeit fest. Den 8er Bohrer dahin. Den 8er Bohrer? Das heißt, das hätten wir schon mal. Genau, Löcher sind drin. Lukas, Dübel, Schrauben, Dübel dahin. So, dann wollen wir mal die Dübel hier rein hämmern.
Fall, das Ding hier ist jetzt fertig verkabelt. Nicht das Ding. Das Regal ist jetzt fertig verkabelt, besser. Und auf jeden Fall, die Lampen sind jetzt auch alle drin, wie ihr es auf jeden Fall gesehen habt. Und von daher können wir einfach mal zeigen, was das für Lampen sind. Und zwar Alexa, schalte Licht an. Okay. Ja, auf jeden Fall, wie ihr sehen könnt, jetzt leuchtet hier schon schön blau, denn es sind auf jeden Fall die smarten Glühbirnen, die ich auch unten in meinem Zimmer habe, wozu ich auch schon ein Video gemacht habe. Und wir haben uns das, sag ich mal, auch so eingerichtet, dass man jetzt, sag ich mal, wenn man jetzt irgendwie sagt, was kann ich da mal sagen? Also welchen Sponsor vom Daten wollen wir denn jetzt mal haben? Also es gibt zum Beispiel Ladbrokes. Okay. Alexa, aktiviere Ladbrokes. Okay. Und Ladbrokes hat ja bekanntlich die Farbe Rot, deswegen werden die Lampen dann auch dementsprechend rot. So, William Hill, Dart-Weltmeisterschaft. Alexa, aktiviere William Hill. Okay. So, dann werden die auf jeden Fall dementsprechend auch blau. So, gut, den LED-Streifen, den wir jetzt unten haben, der ist nicht smart, dafür haben wir halt immer noch dann die Fernbedienung, können dann einfach auch dementsprechend jetzt die Farbe einstellen, das ist halt blau. Und auf jeden Fall, die Lampen sind jetzt halt, wie gesagt, hier auf jeden Fall drin und ich muss sagen, das Projekt hat sehr Spaß gemacht. Ich werde auch am Ende dieses Videos, wie versprochen, die Preisliste einblenden. Könnt ihr dann einfach, wenn euch das interessiert, Pause drücken und euch das in Ruhe angucken. Auf jeden Fall, ich werde das einblenden, damit ihr euch halt einen Überblick verschaffen könnt, wie viel, beziehungsweise wie teuer das Ganze hier war. Ich glaube, Dartscheibe und so ist auch mit drin. Wenn euch das interessiert, einfach dann Pause drücken und euch das angucken und sonst, ich glaube, mein Vater hat auch noch ein paar kleine Worte zu sagen zum Schluss. Ja, ich komme auch nochmal vor die Kamera. Komm mal bei mich bald. Ich komme mal bei dich bei. So, ja, der ein oder andere von euch wird jetzt sagen, wie stümperhaft ist denn das hier? Ja, Leute, der Kabelkanal dazu ist schon da. Aber irgendwie in den nächsten Wochen soll hier nochmal alles irgendwie farblich neu umgestaltet werden. Echt? Ja, unbedingt. Bin ich dabei. Machen wir ein Video drüber. Machen wir ein Video drüber. Das soll möglicherweise gestrichen werden. Doch, hier muss einiges passieren. Wie gesagt, hier der Kabelkanal für das Kabel da, was jetzt noch nicht so schick aussieht, ist da. Folgt dann nochmal. Jetzt nochmal ganz kurz, warum haben wir dieses Video überhaupt gemacht? Hat so ein bisschen, ja, eingangs des ersten Teils mal gesagt, damit zu tun, dass wir hier wieder irgendeinen Raum, also Wohnzimmer, dahinter ist die Küche, die habt ihr irgendwann mal im Teil 2.5 gesehen, mit meinem Bruder, nicht mit meinem Bruder, ja, Outtakes, bitte, Outtakes, also mit dem Kanalbruderinhaber. Hashtag Kanal, genau. Nein, also, hat so ein bisschen was damit zu tun, also mit dieser wunderhübschen Frau da in meinem Hintergrund. Ich weiß nicht, sieht man sie? Ich gucke. Bitte guck mal. Ein kleines Stück nach rechts, du bitte. Nach rechts? Nach rechts, ja, von mir aus. Also das andere rechts? Ja, von mir aus rechts. Okay. Ja, so ist gut. Okay, also hat so ein bisschen was mit dieser wunderschönen Frau da in meinem Hintergrund zu tun. Was da passiert ist und so weiter, wird Lukas euch im nächsten Video mitteilen. Für mich ganz, ganz schlimm. Schwierig, also ganz schwierig, da jetzt was zu sagen. Also von daher, ich gehe mal davon aus, ihr könnt es euch schon ahnen. Es ist nicht, ja, meine Frau, die Mutter meiner Kinder, ist morgen, also wir haben heute den 10. September, ist morgen vor 8 Wochen ganz, ganz plötzlich verstorben. Also für mich oder für uns alle sehr überraschend. Wir haben seitdem eine schwere Zeit, in der wir uns alle irgendwie versuchen abzulenken. Es wird sicherlich, hoffentlich demnächst auch mal wieder so ein bisschen Datenform von Gameplay, Spiele oder vielleicht auch, Spieleideen. Vielleicht kommt ja auch QL wieder und da gibt es dann vielleicht auch wieder was. Man weiß es ja nicht, der ist ja immer da und mal nicht. Fakt ist, jedenfalls, das Thema Daten ist in den letzten Wochen und Monaten bei uns sehr, sehr kurz gekommen. Ja, hängt aber einfach mit dieser Situation zusammen, die uns drei Männern hier im Haus, ja, einfach genau, vor eine große Aufgabe stellt. Wir haben ein großes Haus, wir haben einen großen Garten. Es gibt so viel zu tun, aber nichtsdestotrotz soll, also dieses hier, also es wird uns definitiv im Daten nicht besser machen. Aber das Projekt an sich
hat uns ein wenig von den Alltagsproblemen abgelenkt. Es hat uns Spaß gemacht. Ja, ich glaube, es ist auch ganz gut geworden. Und ich denke, ja, jetzt zum Schluss wird euch Lukas nochmal einblenden, was es uns alles gekostet hat. Dieses Projekt hier in Verbindung mit da unten, mit dem Dart Oki, mit dem smarten Regal und das hier oben, ist, glaube ich, ganz gut gelungen. Wie gesagt, es wird uns im Daten 0,0 besser machen. Aber Spaß gemacht hat es trotzdem. Lukas, ganz kurz, das nächste Video von dir, also weil du bist ja gerade am Arbeiten, kommt dann wann? Am besten Sonntag. Okay, also wir verlassen uns darauf. Heute ist Freitag, heute kommt dieses Video. Heute ist Freitag, der 10.9. Heute kommt dieses Video. Und am Sonntag kommt dann nochmal so ein Thema zu diesem Video, also zu meiner wunderschönen Frau und der Mutter meiner Kinder, die eben halt, die nicht mehr da ist. Ich sag mal, wie es dann hier weitergeht, darüber schildert euch Lukas dann am kommenden Sonntag so ein bisschen was. Genau. Insofern, habt schönen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr Bock auf mehr Thema von uns habt oder generell rund ums Haus, Thema Daten und sonst irgendwas, auch immer, was wir hier alles hochladen, ich weiß ja nicht, dann einfach gerne ein Abo dalassen. Ich sehe gerade, ich war heute extra für die Kamera beim Friseur. Hier, das hat... Wir können ja die Abnehm-Challenge starten. Abnehm-Challenge? Genau. Nein. Auf jeden Fall, wenn ihr Bock auf mehr von mir habt und auch von ihm, ich weiß nicht, ob er dabei sein möchte. Das werden wir sehen. Das werden wir sehen, auf jeden Fall. Dann gerne ein Abo. Wenn du Abonnenten haben möchtest, musst du mich dabei haben. Ja, ist mir klar. Auf jeden Fall dann gerne ein Abo da lassen und ansonsten, wenn euch dieses Video gefallen hat und dieses Projekt, auch gerne ein Like. Und ansonsten, ich habe nichts mehr zu sagen. Du auch? Bist du fertig? Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Morgen, 11. September, neuer Tag, neues Glück. Du musst 11. September, uiuiui. Ja, ach ja, da war ja mal was. Nicht das, oh. Aber egal. Also, euch allen ein schönes Wochenende und habt viel Spaß, genießt das Leben, denn wer weiß, wie lange es geht. Vielen Dank. Und ich würde sagen, mit den Worten beenden wir das Video. Genau.